Willkommen zurück zu Splatoon. 3 im Salmon Run, wähle 1 mit der Airbrush. Auf geht's. Wo haben wir die Gegner? Und ich bin gerade wieder dabei, ein bisschen nebenbei, während die Videos immer hochladen, zu spielen, Revierkampf zu spielen, um da immer diese Artikel zu kriegen, aber dauert immer ein bisschen. Wenn durch den Automaten geht's dann wieder, aber dauert halt trotzdem immer. Weil da kann man ja immer die Coupons ziehen, kann man da vierfach kriegen, zweifach oder einfach, dass man da halt ein bisschen schneller vorankommt. Und die nutze ich dann auch. Aber dauert halt trotzdem immer ein bisschen. Aber für Splatfest geht es sich eigentlich immer aus. Das plane ich auch immer so. Jo. Da spielt man dann halt auch immer noch ein bisschen mehr, wenn Splatfest ist. Das ist so, wo man dann immer ein bisschen mehr spielt. Jo. Gibt halt so viel Auswahl an Spielen, ne? Komm, jetzt rein da. Aber Splatoon spiele ich noch immer gerne. Seit dem ersten Teil. Wie ich da drauf gekommen bin auf dieses Spiel. Ja, das hab ich eh schon mal erzählt, aber könnte ich noch mal erzählen. Ich muss aber jetzt einen wenigstens. Okay, haben wir. Da habe ich einmal den Dumtendo geguckt. Spekta, das war nicht gut. Und er hat da irgendwas erzählt drüber. So ein Video gemacht. Irgendeine komische Story erzählt hat. Ja, das war das erste, was ich gesehen habe. Wir haben das Splatling. Und dann irgendwann habe ich den Destiny Cast geguckt. Ja, und dann hat das angefangen. Dann habe ich es mir auch geholt. Den ersten Teil. Den zweiten dann natürlich bei Release. Und den dritten genauso. Ich mag dieses Konzept einfach. Er ist doch ganz nett. Und auch, dass man jetzt im Splatfest, zumindest im Splatfest, mit mehreren Teams spielen kann. Mein Vorschlag wäre ja eigentlich, oder wie es mir irgendwann einmal gedacht hätte, dass man mit 4 Teams im Revierkampf gegeneinander spielen kann. Das ist nicht der Fall, vielleicht für den nächsten Teil. Werden wir sehen. Na her da, hopp. Vielleicht für den nächsten Teil. Dachte mir auch zuerst, aber dann war es nur für Splatfest. Auch ganz nett eigentlich. Komm, jetzt bringen wir da mal rein da die Salmoneier. Wenn wir irgendwie den Nervigen da kriegen. Du kommst mir gerade recht. Jo, jo, geil, weg mit euch. Dann darf ich noch einen rein. Oder zwei vielleicht. Ja, dann. Teamkollege, hallo. Hallo, Teamkollege. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Passt doch sehr gut. Flexroller zum Abschluss dieser Schicht. Aber wir müssen wieder runter. In Ordnung. Und wo kommen die ersten Bossgegner? Da. Das hat gar nicht geklappt, aber Team hat es schon erledigt. Dann hauen wir den einen noch rein. Mach mal auf. Mach auf. Auf. Hopp, hopp, hopp. Ja, sehr gut, Team. Ah, weg da. Oh ja. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Auf deinem bitte. Hallo. Ey. Ja, okay, der will nicht.
Bitte wirf den rein. Bitte. Wir brauchen sie doch. Wenn ich nicht reinwerfen will. Troll, okay, ich muss kurz zum Stapler. Sehr gut. Hopp. 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 Na, geht nicht mehr. Hey, Team, wo seid ihr? Hallo. Hallo. Hör mal rüber. Danke. Komm mal her da. Hopp. Ja, sehr gut. Ja, bitte. Wir brauchen noch welche, wir haben die Quote. Wir haben die... nicht rein! Warum? Wie wenn dieser Turm da noch rumfährt. Ja, haben wir geschafft. Danke, Team. Ja, in dem Eck, wo ich dann am Ende war, war ein bisschen viel los. Aber zum Glück waren die Teamkollegen nicht da. Also sonst wären da vielleicht auch noch welche draufgegangen. So ist immer wichtig, eine gute Aufteilung zu haben. Dass halt nicht alle Gegner dann auf einen Ort gehen. Dass halt dann noch einer außerhalb von den ganzen Gegnern ist. Der mit der Ulti kann er dann noch die anderen Teamkollegen retten. Jetzt geht's. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Schicht und der Airbrush MG. Welle 1 und so. Wir schauen mal, wo die Gegner herkommen. Okay, da haben wir den ersten. Hopp. Und der mit der Splatling. Ja, der hat immer die Reichweite. Airbrush aus dem Nahkampf und Roller eigentlich auch. Komm. Ja, sehr gut. Komm mal her, nimm dir eins. Mach mal eins nach vorne, mach mal die hier weg. Hopp, hopp, hopp. Ja, sehr gut. Und dann... rein da. Kommt der? Der kommt wirklich. Ja, mach mal. Bin nicht da, sehr gut. Hopp. Ja, schade. Kommt der noch einmal? Ah ja. Hopp, schau mal her. Dann den nächsten da bitte. Jetzt ist er ein bisschen näher am Korb. Zwei Stück brauchen wir noch. Mal her. Dann hol ich mir da eins. Hau das mal rein. Du kommst weg. Warte mal. Hopp. Sehr gut. Stapler haben wir da wieder einige. Machen wir die mal weg. Hopp, komm her. Ja, dann machen wir weg. Sehr gut. Dann können wir da noch einen reinhauen. Ist der Teamkollege da? Sehr gut. Welle 1 haben wir überstanden. Jetzt Welle 2. Mit dem Flexroller. Auf geht's. Die Gegner kommen von... Von wo kommen die denn? Ah, da drüben, okay. Haben wir schon den ersten... Hopp. Hopp, hopp, hopp. Einfach drüber. Sehr gut. Kurz mal da runter, hopp. Mach da auf. Mach da auf, ist die Frage. Jetzt gleich wieder aufmachen. Alle versuchen es. Und hat geklappt. Dann komm mal mit. Hopp, hopp, hopp.
18 Teamkollege oder hau ich beide rein? Okay, dann halt beide rein. 8 Stück fehlen noch. Kriegen wir die irgendwie? Ja. Sieht gut aus. Das haben wir geschafft. Stapler. Machen wir gleich weg. Hopp. Komm mal her, komm her, komm her. Ist schon wieder weg. Und warte mal weg von da hinten. Hopp. Komm mal her. Hopp. Ja, sehr gut. Und rein da. Komm mal her da. Hopp. Rein da. Dann werden wir mal die Cool-Cool nutzen. Ein bisschen hier hin. Sehr gut. Und dann haben wir auch Welle 2 geschafft. Jo, fertig. So, dann die letzte Welle für diese Folge. Lack-Tee. Lack. Gut. Wir haben wieder den Tree-Stringer. Den Lack-Tee. Und dann warten wir mal auf die Gegner. Da drüben kommen sie schon. Ja, habt ihr den? Ja, habt ihr? Oh, sehr schön. Der Stapler kommt ziemlich nah. Das ist immer gut. Wir haben auch Flut. Ja, weg mit dir. Na her da. Ja, weg da. Komm mal her. Komm mal her. Eklig, eklig. Team, Team, Team. Hallo, Team. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Sind denn die alle? Kann ich dir irgendwie entgegenkommen? Sehr gut. Ja, lohnt sich jetzt nicht, da die Ulti einzusetzen. Und rein da. Habe ich. Sehr gute Rolle. Dann nutze ich mal die Ulti. Werde mal da schön mittig rein. Komm mal her. War er weg da? Wir haben die Quote eigentlich erfüllt. Aber da müssen wir jetzt durch. Diese 10 Sekunden noch. Haben wir es geschafft? Das ist so viel. Na, da komm mal her. Und einmal weiter. Ja, schöner Ausweich. Immer ausweichen. Dann geht das auch. Jo, sehr gut. Haben wir geschafft. Gut gemacht vom Team. Haben wir alle sehr gut zusammengearbeitet. Und dann kriegen wir dafür auch die 20 Punkte dazu. Damit fehlt noch eine Schicht. Wenn es gut läuft. Danke fürs Ansehen. Macht's gut. Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Euer Rotschlumpf. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.